Hallo, hier ist eure Ratzenbande. Ja, im heutigen Video gibt es mal wieder ein weiteres Unboxing. Und zwar, wie man es hier wahrscheinlich auch schon ganz gut hier auch an dem Paketband unter anderem erkennen kann, mal wieder von Rodipad. Und zwar habe ich ein paar Sachen bestellt für meinen Hamster, fürs Hamstergehege, für den kleinen Bumble und auch noch eine Kleinigkeit für meine Ratten habe ich auch was bestellt, denn seit neuestem hat Rodipad auch Sachen für größere Nager, sprich alles, was größer ist als ein Hamster, haben sie jetzt auch Sachen dort. Und ja, da musste ich direkt gleich einmal zuschlagen und etwas bestellen. Und zwar sehen wir hier, wenn wir aufmachen, als erstes ja jede Menge Verpackungsmaterial erstmal. Dann haben wir hier wie immer unsere Rechnung, die ich gleich mal zur Seite tue. Und ja, dann sehen wir direkt als erstes hier, was ich bestellt habe. Und zwar ist das von Rodipad an sich. Und zwar sind es einmal hier diese sogenannten Moosfasern oder auch Kuschelmoos, glaube ich, wurde das auf der Seite genannt. Auf jeden Fall habe ich mir das geholt, weil ich das eigentlich total hübsch fand fürs Gehege zum Dekorieren und ja, auch als, ich sag mal, mehr oder weniger Nistmaterial für den Hamster. Die können das auch benutzen, aber in erster Linie, weil ich mir gedacht habe, ja, da ja jetzt so Frühling ist, zumindest hoffe ich, dass sich das bald zeigt am Wetter, habe ich gedacht, passend dazu dekoriere ich das Hamstergehege auch mal ein bisschen um, tue ein bisschen was Grünes da rein, dass das Ganze so ein bisschen hübscher aussieht und für ein bisschen Abwechslung sorgt. Und ja, das Ganze habe ich hier zweimal bestellt. Ich musste gerade mal suchen, wo das andere hier ist. Zwei Packungen, weil ich nicht genau wusste, wie viel das jetzt war. Und ja, 50 Gramm sind das jetzt jeweils. Das fand ich mal ein bisschen wenig. Deswegen habe ich gedacht, nimmst du zur Sicherheit einfach mal zweimal. Da hast du auf jeden Fall was im Vorrat, falls du nicht alles brauchst. Und ja, das Rodipad Kuschelmoos hat ein Paket davon, hat 4,95 Euro gekostet. Dann haben wir hier als nächstes einmal auch hier von Rodipad. Und zwar sind das die Rodipad Naturschätze Blumenwiese. Das habe ich jetzt auch mal geholt. Und zwar ist das ja so ein Blumensnack aus verschiedenen Blüten. Das sind jetzt hier 130 Gramm, wollte ich auch mal ganz gerne für meinen Hamster und auch für meine Ratten, da die ab und zu auch gerne sowas fressen, mal holen, mal ausprobieren, wie das so bei denen ankommt. Ich sehe nur, hinten ist halt ein bisschen bröselig, aber ansonsten ist die Qualität eigentlich ganz in Ordnung. Und das Ganze hat 3,95 Euro gekostet für diese 130 Gramm. Und ja, dann gucken wir direkt hier, was wir hier als nächstes haben. Da sehe ich hier einen weiteren Snack direkt, der mir hier ins Auge springt, den ich auch mal das erste Mal bestellt habe. Und zwar ist es das Rodenti Knusperkulett. Hier, das kann man so an einem Seil aufhängen. Da sind so verschiedene Bestandteile drin, wo die Tiere dann auch mal länger dran knabbern. Das habe ich gedacht fürs Hamstergehege. Mal gucken, ob der sowas mag. Ansonsten, wenn das nicht mögen würde, ich glaube, meine Ratten würden sich auch sehr daran begnügen. Aber ich habe es jetzt erstmal nur einmal gekauft, weil ich das Ganze jetzt erstmal ausprobieren wollte, wie das so ausschaut, weil ich sowas noch nie hatte. Das Knusperkulett hier hat ebenfalls 3,95 Euro gekostet, genauso viel wie dieser Kräutersnack aus den verschiedenen Blüten. Also die sind gleich teuer gewesen. Und ja, als nächstes hätten wir hier einmal etwas. Und ich sehe gerade, dass es kaputt gegangen ist beim Transport. Das ist echt ärgerlich. Und zwar war das eigentlich so ein Tunnel, so, das ist leider kaputt gegangen, hier auseinandergebrochen. Also da finde ich echt super, super schade, dass es kaputt gegangen ist. Aber es ist auch, um ehrlich zu sein, finde ich ziemlich blöd, so ein Korktunnel nach ganz unten zu legen. Ja, ist echt schade, dass es kaputt gegangen ist. Werde ich auf jeden Fall Rodipad anschreiben und reklamieren lassen, weil sowas, ja, kann man nicht benutzen. Es ist leider in zwei Teile gebrochen. Echt schade. Der ganze Korktunnel hat nämlich auch 9,95 Euro gekostet. Und ja, machen wir direkt weiter. Ich hoffe mal, hier ist nicht noch etwas weiteres kaputt gegangen. Dann hätten wir hier einmal diese Knusperstangen. Die sind auch ein bisschen angedötscht hier, würde ich mal sagen. Da ist auch wohl irgendwas Schweres draufgefallen beim Transport. Hier auch an der Seite.
Das ist wirklich ein bisschen blöd transportiert worden, die Sachen da einfach so, ja, doof reinzumachen. Aber ich finde es jetzt nicht ganz so schlimm, weil noch sind sie nicht gebrochen. Und ja, als Snack geht das ja, aber finde ich echt schade, dass das jetzt so ein bisschen zerdutscht ist. Ich meine, weil so eine Stange hat jetzt auch 2,95 hat eine gekostet, sprich beide haben 5,90 Euro gekostet. Und ja, da erwartet man ja eigentlich schon, dass die Sachen ja heile ankommen. Aber ich habe auch was Schwereres bestellt und ich vermute mal, dass das beim Transport draufgerutscht ist. Deswegen sind die Sachen auch kaputt gegangen. Und zwar ist das Größte, was ich hier bestellt habe für meine Ratten, ist das hier drin. Und das ist auch echt mega schwer. Und zwar hat Rodipet jetzt so neue Häuschen. Das sind so Stecksysteme, die man so zusammenstecken kann. Und ja, die gibt es auch jetzt in größer für Kaninchen, Meerschweinchen und Deko steht da drauf. Aber alles, was ein Deko haben kann, kann eigentlich auch eine Ratte haben, weil die eigentlich fast gleich groß sind. Und ja, ich wollte das unbedingt haben, weil ich diese Granitplatten total cool finde irgendwie. Und ja, die wollte ich unbedingt haben. Deswegen habe ich mir die bestellt, diese Platten hier, weil das halt auch für den Sommer ist. Es ist echt super, weil es halt auch für die Kühlung ist und für die Krallenabnutzung ist es auch super. Ich meine, meine Ratten haben jetzt keine Probleme mit den Krallen. Aber ja, ich wollte das unbedingt haben, als ich gesehen habe, das gibt es jetzt auch endlich eine Nummer größer, nicht nur für Hamster und Mäuse. Deswegen habe ich mir das bestellt, als ich das gesehen habe. Ich baue das Ganze am besten einmal auf, damit ihr mal seht, wie das so aussieht, wenn es zusammengebaut ist. So, ich habe das Ganze jetzt mal zusammengebaut. Das sieht jetzt so aus. An sich finde ich das echt keine schlechte Idee mit diesem Stecksystem, weil man das halt dann auch so platzieren kann, wie man das möchte. Also ich habe jetzt einmal hier den Eingang hingemacht und einmal hier, aber man kann das auch vorne und hinten machen, wie man das halt gerne möchte und auch hier mit diesen Platten, die sind echt super mega stabil. Auf jeden Fall hat dieses Haus, das heißt das Zodi plus Granit Deko Haus, 30 Euro gekostet, also 29,95 €. Ja, wie gesagt, ich finde, muss auch immer jeder selber entscheiden, wie viel Geld jemand bereit ist, für so ein Haus auszugeben. Ich wollte es, wie gesagt, auch mal ganz gerne gucken, wie das so ausschaut, wenn man das hier zusammengebaut hat. Und ich finde es jetzt auch in Ordnung. Klar, hier und da sind vielleicht ein paar kleine Sachen, die man verbessern könnte. Hier ist auch ein bisschen was abgegangen. Aber ja, ich finde es jetzt eigentlich in Ordnung. Es ist halt unbehandeltes Holz. Ich werde es auf jeden Fall noch vorher lackieren. Aber ansonsten finde ich es ganz süß gemacht. So, und hier sehen wir auch mal wieder alles im Überblick. Insgesamt hat das Paket 63,60 € gekostet. War also nicht ganz so billig. Das teuerste, ja, die Hälfte des Pakets hat eigentlich dieses Granithaus hier ausgemacht. Und ja, was ich halt schade finde, ist, dass der Tunnel hier kaputt gegangen ist, dass da nicht drauf geachtet worden ist, wenn man so ein schweres Haus mit so schweren Granitplatten transportiert, dass man das nicht direkt daneben stellt, damit, wenn das dann rüberrutscht, das dann zerquetscht wird hinterher nicht. Genau wie die Sachen hier. Es wird ja auch leider ein bisschen zerquetscht durch den Transport. Finde ich echt schade. Aber man hat ja bei Rodipet zum Glück immer die Möglichkeit, die ganzen Sachen wieder zurückzugeben, auch einzeln zurückzugeben und sich dann was Neues schicken zu lassen. Das finde ich echt gut. Ja, werde ich auf jeden Fall machen. Ich habe es jetzt hier irgendwie hingestellt, sodass es aussieht, wie es eigentlich aussehen sollte. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine Unboxing gefallen. Es war ganz interessant, mal zu sehen, was ich hierzu bestellt habe. Und ja, dann würde ich mich auf jeden Fall an dieser Stelle mal wieder verabschieden und sage bis zum nächsten Mal und ciao.